Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. So, ihr Lieben. Da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freitemennacht, heute Nacht, Dienstagnacht ist das ja traditionell mittlerweile bei uns schon. Also wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch, ruft an 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht heißt Jens. Jens ist 21 Jahre alt. Hallo. Hallo Domian. Hallo Jens. Um was geht's bei dir? Bei mir geht's heute um, naja, ich mache eine Ausbildung zum Piloten. Zum Piloten? Ja. So, für Lufthansa sowas? Genau. Wow. Lufthansa. Nicht schlecht. So, und ich habe jetzt seit 2,5 Jahren eine Beziehung mit meiner jetzigen auch noch Freundin. Ja. Wir sind also immer noch zusammen. Und die Ausbildung mache ich jetzt seit knapp einem Jahr. Mhm. Und dadurch bin ich auch öfters unterwegs. Mhm. Und ja, wochenweise, Monat war es einmal sogar mit Seminaren und so, bin ich halt öfters weg gewesen. Mhm. Und mit der Zeit bin ich halt öfters fremd gegangen, weil ich halt sowas wie einen One-Night-Stand gesucht habe. Ja, ja. Weil ich halt meinen Sex, den ich nicht mit meiner Freundin haben konnte, gebraucht habe, sozusagen. Mhm. So, und bis jetzt ist das alles geheim. Ja. Also das weiß nur ich. Ja. Und ich will es eigentlich meiner Freundin sagen, im guten Sinne, damit ich nicht mehr dieses schlechte Gewissen habe, wenn ich nach Hause komme. Mhm. Aber andererseits weiß ich, wenn ich jetzt nach Hause komme und dir das sage, ich glaube, da wäre nicht mehr viel zu machen. Ich glaube, da wäre die Beziehung am Ende. Wie oft bist du denn fremdgegangen? Ich glaube, das waren jetzt mindestens 8 Mal. Mhm. Ist schon viel, ne? Ja. 8 Mal in 2,5 Jahren. Und wenn ich das jetzt einfach so in einem Satz formuliere, du, ich bin fremdgegangen, ich weiß nicht warum, 8 Mal, wenn ich das so sagen will, ich glaube nicht, dass da noch irgendwie großartig was zu reden wäre. Ist denn jetzt so das schlechte Gewissen so groß geworden, dass sich der Wunsch entwickelt hat, das zu machen? Ich meine, es gibt ja auch noch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich entscheide für mich jetzt, ich mache das definitiv nicht mehr und lebe dann meine Beziehung weiter. Das ginge ja auch. Ja, aber es ist mittlerweile so, dass ich es quasi brauche. Das heißt, du willst es ihr sagen und es dann trotzdem tun, oder was? Ja, wenn ich ihr es sagen würde, dann würde ich das wahrscheinlich nicht mehr tun. Gerade weil, wenn ich ihr es sagen würde ich nehme an, sie verzeiht mir, ja? Sie gibt mir noch eine zweite Chance, dann kann ich ja nicht sagen, ich möchte das weitermachen. Verstehe. Du gehst davon aus, dass der Druck dann größer wäre, auf dich es nicht zu machen, wenn es öffentlich ist quasi, als wenn du es für dich im stillen Kämmerlein entscheidest. Ich will das nicht mehr machen. Mhm. Also das schlechte Gewissen im Moment ist auch sehr groß. Ja, ziemlich groß. Wie ist denn die Beziehung an sich zwischen dir und deiner Freundin? Die ist eigentlich relativ gut, deshalb will ich das auch, weil ich liebe sie auch, ich will sie auch nicht verlieren. Mhm. Das ist gerade das, was mich davor zurückhält, ihr zu sagen, ja, dass ich fremd gehe. Ja. Umso trauriger das Ganze, ne? Ja. Bist du sicher, dass sie dir treu geblieben ist in den letzten Zeiten? Das kann ich nicht sagen. Also ich meine schon, also von mir aus gesehen schon, aber es kann natürlich auch anders sein. Wie würdest du darauf reagieren, wenn sie dir so etwas gestehen würde? Ich würde, eigentlich würde ich ihr vielleicht, wenn es einmal war, würde ich ihr verzeihen, weil ich meine, es ist natürlich wirklich ziemlich oft, dass ich nicht zu Hause bin. Ja. Und wenn es 8 Mal wäre bei ihr? Da würde ich auch die Beziehung beenden. Wirklich? Ja. Auch wenn ich weiß nicht, auch wenn ich sie noch so stark liebe, ich weiß nicht, also deshalb fühle ich mich ja selber so schlecht. Ja, also ich finde das ganz gut, aber wenn man es durchspielt wie die andere Seite, wenn es umgekehrt der Fall wäre. Ich finde 8 Mal Fremdgehen ist auch krass. Ja. Aber ich finde auch toll, wenn jemand sagt, ich liebe dich so sehr, ich finde es ganz schlimm, was ich da gemacht habe. Es liegt an den und den Umständen, ich sage dir das jetzt, mit dem hohen Risiko, dass unsere Beziehung kaputt geht. Aber ich will unsere Beziehung. Und ich verspreche dir jetzt in die Hand, dass das nicht mehr, nie wieder passiert, aber ich muss das loswerden. Das würde mich auch schon beeindrucken, wenn mir das jemand sagen würde, will ich ehrlich zugeben. Ja, es ist auch so, aber ich glaube, wenn ich ihr das sage, wird sie auch fragen, wie oft hast du das gemacht? Und wenn ich dann sage, ja, 7 oder 8 Mal, das ist
das kommt dann noch heftiger als die eigentliche Tatsache, dass ich fremdgegangen bin. Natürlich, 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 natürlich. Also ich finde auch, wenn du es sagst, dann musst du es dann musst du alles sagen und nicht sagen, ich bin jetzt zweimal fremdgegangen. Das bringe ich einfach nicht übers Herz. Aber du willst es dir sagen. Sonst hättest du ja hier nicht angerufen. Ja, ich will es dir sagen, weil ich dieses schlechte Gewissen nicht mehr aushalte. Mhm. Aber... Was gibt es da für eine Lösung? Das ist ziemlich schwierig. Ja, eigentlich gibt es da nur die Lösung, wenn du sagst, ich will es dir sagen, weil ich das schlechte Gewissen nicht mehr aushalte. Dann gibt wenn ich dir sage, ist von meiner Meinung nach ja Schluss. Meinst du, es ist so? Dann würde ich sie eintützen. Mhm. Also sie würde das nicht wertschätzen, dass du es ihr sagst. Und sie würde dir nicht glauben, dass du es nie wieder tust und so weiter. Doch, das glaube ich schon. Ich glaube schon, dass sie das ansehen wird, dass ich es ihr sage. Mhm. Aber die Tatsache, dass es so oft war, das wird sie dazu bewegen. Du willst diese Frau. Ja. Was? Du willst diese Frau. Ja. Definitiv. Ja. Du liebst sie wirklich heiß und innig, mit Haut und Haaren und... es ist deine Partnerin im Moment. Das ist, ja. Deine Traumfrau. Ich liebe nur sie. Nur sie. Mhm. Aber mir fehlt halt unterwegs der Kick. Mhm. Aber den Kick hast du eben auch nicht, wie ich gerade schon sagte, wenn du es ihr jetzt sagst. Ne? Nee, ist nur der Druck größer. Den Kick hast du dann auch nicht. Nee. Wie lange bist du denn eigentlich immer so unterwegs und weg? Ja, manchmal sind das eine Woche, zwei Wochen. Aber manchmal, wenn es so Seminare sind, Sitzungen, Schulungen, dann dauert das auch manchmal einen ganzen Monat. Ja, also eine Woche, finde ich, da kann man sich ja wirklich am Riemen reißen. Ja. Ja. Und zwei Wochen kann man sich auch noch am Riemen reißen. Und man kann sich auch vier Wochen am Riemen reißen, finde ich, wenn man jemanden liebt. Ich will jetzt auf Folgendes hinaus. Wenn du mir sagst, das ist wirklich meine Traumfrau, die ist für mich mein Leben. Mhm. Und ich bin aber sicher, dass die Frau mit mir Schluss macht, wenn ich ihr das sage. Ja. Du bist ja in einem Dilemma. Ja. Also würde ich dir empfehlen, es ihr nicht zu sagen, aber dein Verhalten radikal zu ändern. Mhm. Aber dein Verhalten wirklich radikal zu ändern. Dass du es nicht nötig hast, den Druck von ihr zu bekommen, die Öffentlichkeit quasi von ihr zu bekommen, sondern dass du dir selbst den Druck schaffst. Und das ist dann dein Opfer und dein was du in die Waagschale werfen musst, nämlich dass du diszipliniert wirklich dann deiner Freundin treu bist. Ja, das muss ich. In diesem Fall muss ich es schaffen. Da musst du es schaffen, ganz genau. Mhm. Und das weiß ich nicht, ob ich das glaube. Ich glaube nicht, dass ich das dann schaffen werde. Ja, versuch's doch einfach erstmal. Geh es doch einfach erstmal an und wenn du es wieder nicht schaffst und nur rummachst, ja, dann sag es ihr. Dann hast du es auch nicht anders verdient, wenn sie den Schluss macht. Ja. So einfach ist es. Ja. Ja. Also ich würde wirklich in dem Fall dafür plädieren, vielleicht erstmal einen Strich drunter machen unter die Vergangenheit und gar nichts, ja. Gut leben und korrekt leben, richtig leben. Und versuche all das wieder gut zu machen, indem du ab jetzt fair dich deiner Freundin gegenüber verhältst. Dann riskierst du nicht, dass die Beziehung kaputt geht. Vielleicht kannst du es ihr irgendwann später mal sagen, vielleicht. Ja, und dann wird es vielleicht auch, glaube ich, eher verstehen. Vielleicht, ich sage, ja. Ich habe mich geändert, es ist nicht mehr so seitdem. Genau, dann kannst du nämlich auch unter Beweis stellen, dass du es ernst gemeint hast. Und wenn du sagst, hier so und so viele Jahre bin ich jetzt dir treu geblieben und ich muss es dir aber jetzt mal sagen, finde ich eigentlich die bessere Lösung, als jetzt gleich da alles rauszuposaunen und die Beziehung noch in, dass die Gefahr zu laufen, dass die Beziehung kaputt geht. Ja, und... aber ja, wie gesagt, so könnte man es machen, aber ich glaube nicht, wenn ich es dann wieder nicht übers Herz bringe, also ich muss es ja eigentlich sagen, Irgendwann, ja, vielleicht. Ja. Aber geht doch, versuch doch mal, jetzt ist schon so viel Zeit vergangen und so viel Mist ist passiert, versuch doch erstmal diesen Weg zu gehen, dass du dich selbst disziplinierst. Mhm. Ja. Alles Gute, Jens. Kann ich noch ein Autogramm von dir bekommen? Dann legst du bitte auf, wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Ist in Ordnung. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, wir haben gestern ja ganz, ganz viel über den Grand Prix gesprochen. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was hier in unserer Mail-Adresse los war. Also wir haben, ich weiß gar nicht, noch nie so viele Mails bekommen.
von Zuschauern und Zuhörern, die sich zu dem Thema Max, zu dem Thema Grand Prix geäußert haben, pro geäußert haben, contra geäußert haben, natürlich die meisten pro Max geäußert haben. Ich will euch mal, aber wirklich jetzt nur so ganz, ganz, ich habe mal drei rausgenommen, drei Mails rausgenommen, die ich euch gerne vorlesen möchte, weil es wirklich eine unfassbare Fülle war von Mails. Ute, 39 Jahre alt, geschrieben. Und zwar haben wir gestern ja ein bisschen rumgefragt, wie waren die eigentlich platziert in den letzten Jahren, unsere Deutschen und vor allen Dingen Gildo und Stefan. Also sie klärt uns auf und schreibt, Gildo war Siebter, Stefan Raab war Fünfter, Michelle, die hatte ich schon wieder ganz vergessen, Michelle hatten wir ja auch, Michelle war wie Max auf Platz 8 und wurde dafür verhöhnt. Ich finde, sagt Ute, dass Max das Beste war, was wir je zu bieten hatten. Dann André schreibt, ich bin der Meinung, die Türken haben sich einen Spaß daraus gemacht, dass sich Stefan Raab in ihrem Land versucht hat, so einzuschleimen. Über die 5 Punkte aus der Türkei bin ich enttäuschter als über alles andere. Und noch einen interessanten Aspekt von Anna, nämlich Anna meint, wäre der Grand Prix im Herbst oder Winter, dann hätte Max sicherlich mehr Punkte bekommen. Nun wird es aber Sommer und die Leute brauchen halt etwas Schnelleres. Das haben wir, glaube ich, alle noch nicht bedacht, dass das vielleicht auch ein Kriterium sein könnte. So, jetzt geht's aber weiter hier bei uns mit einer Anruferin. Und die heißt Christina. Und Christina ist 20 Jahre alt. Ja, 20. Hallo. Hallo. Christina, dein Thema. Um was geht's? Ja, es geht darum, dass ich vor kurzer Zeit, vor ungefähr 3 Wochen, erfahren habe, dass mein Freund, mit dem ich seit knapp einem Jahr zusammen bin, heiraten wird. Und zwar eine andere, nicht mich. Das hast du vor 3 Wochen erfahren? Ja. Das ist dein Freund, mit dem du ein Jahr zusammen bist? Ihr seid ein Paar, ein ganz normales, enges Paar? Ja. Dass der heiraten wird? Ja, genau. Was ist denn da los? Und die andere Frau bekommt ein Kind von ihm und der hat beschlossen, sie zu heiraten. Und das heißt also, er hat 2 Beziehungen gehabt? Ja. Oder ist er einmal fremdgegangen? Nein, er hat 2 Beziehungen gehabt. Wie lange lief denn diese andere Beziehung neben deiner, also neben eurer? Schon länger. Noch länger als eure Beziehung? Ja. Also er ist mit der länger zusammen als mit dir? Ja. Also ist das ein... Ich hatte immer noch die kleine Hoffnung, dass er die andere Beziehung eventuell beendet, denn es war ihm auch ernst mit mir. Ich glaube nicht, dass es eine Affäre oder Bettgeschichte war. Wusstest du denn darüber, dass da noch was anderes, dass da eine andere Frau ist? Ja. Ach, das wusstest du? Ja, das wusste ich. Die ganze Zeit, das ganze Jahr über wusstest du, dass es da noch eine andere Frau gibt? Ja, ich wusste das ganze Jahr über. Aber ich hatte immer die kleine Hoffnung, dass es irgendwann mal aufhört. Und was hatte er dir denn gesagt? Hat er dir gesagt, das ist jemand, von dem ich nicht so loskomme? Oder hat er klar gesagt, da habe ich auch noch eine Beziehung laufen? Wie offen war er? Ja, doch, der hat nicht versucht, das irgendwie zu verschönern. Er hat schon gesagt, dass er dann noch eine Beziehung hat. Aha. Und die wohnen auch zusammen. Ach, die wohnen sogar zusammen. Christina, ja. Warum hast du das ein ganzes Jahr mitgemacht, Mensch? Weil ich ihn sehr gerne habe. Ich liebe ihn sehr. Mhm. Und ich dachte vielleicht besser so als gar nicht. Ich wollte das nicht beenden. Und ich hatte die Hoffnung nicht aufgegeben, dass die andere Beziehung irgendwann mal beendet. Du bist 20, wie alt ist er? 36. 36. Mhm. Und wie lange ist er mit der anderen Frau schon zusammen? Ich weiß nicht so genau, aber länger als mit mir. Mhm. Naja gut, das wissen wir ja schon, dass es länger als mit dir ist. Aber ich wollte wissen, ob das so eine richtig lange Beziehung ist, von 7, 5, 6 Jahren oder sowas. Das weißt du nicht. Ich glaube schon, dass es so eine lange Beziehung ist. Ah ja, dann warst du quasi so eine Nebengeschichte für ihn? Vielleicht sogar so... Ich glaube schon, dass er uns sogar als gleichwertig betrachtet hat, denn er wollte mich auch in seiner Nähe haben. Ich bin vor circa 1,5 Monaten in das Haus gezogen, in dem er sein Büro hat. Aha. Das war seine Initiative, damit wir uns öfter sehen können. Ja, er hat sich schön gemacht, ne? Er hat zu Hause seine Partnerin und dann da, wo sein Büro ist, hat er dich. Wusste die Partnerin eigentlich etwas von dir? Nein. Da haben wir es. Wenn er den Mund aufgemacht hätte, wäre da eine ganz andere Dynamik in das Spiel gekommen. So hat er wie ein Pascha da gesessen und hat sich verwöhnen lassen von beiden Frauen. Und jetzt ist es alles ein bisschen eng geworden, weil die Frau schwanger ist. Ne? Ja. Die ist schwanger, hast du gesagt, ne? Ja, die ist schwanger. Ja.
Und nun traut er sich nicht mehr, das weiterfahren zu lassen. Er möchte die Beziehung mit mir nicht beenden. Er meinte, es wäre keine große Angelegenheit, dass die heiraten, und er möchte, dass zwischen uns alles so weitergeht wie bisher, aber ich glaube nicht, dass ich es möchte. Mhm. Ach so, das hat ich weiß davon ausgegangen, dass er auch mehr auf Rückzug jetzt ist, nachdem... Nein, das nicht. Überhaupt nicht. Er hat es dir nur so gesagt? Er hat mich vor vollendete Tatsachen gestellt. Mhm. Und zwar war das so, dass ich einen Traum gehabt habe, in dem er geheiratet hat. Und ja. Ich habe ihn scherzhaft darauf angesprochen, dass er es mir doch mitteilen sollte, falls er vorhaben sollte, zu heiraten. Und ich habe es wirklich aus Spaß gesagt, weil ich überhaupt nicht davon ausgegangen bin. Er ist gar nicht der Typ zum Heiraten. Er hat mir auch immer gesagt, dass er niemals heiraten würde. Mhm. Und er meinte, dass er tatsächlich heiraten wird, aber dass es reine Formalität ist und dass es nichts zwischen uns ändern müsse. Mhm. Christina, wenn ich dir einen ganz guten Rat geben darf, einfach so von außen, als ganz fremde Person, als ganz unbeteiligter Mensch, lass die Finger von diesem Mann. Versuche, dich da rauszuziehen. Das klingt alles nicht gut. Das klingt, wenn der jetzt schon ein ganzes Jahr so ein Spielchen mit dir betreibt. Jetzt heiratet er, es kriegt seine Frau, seine zukünftige Frau ein Kind, und er sagt zu dir, nee, das muss bei uns ja nichts ändern. Er aber weiterhin den Mund nicht aufmacht bei seiner Frau, dass er seiner Frau das nicht erzählt, dass es dich gibt. Ist das einfach ein falsches Spiel? Und der treibt mit dir ein übles Spiel. Ja, ich finde das auch unfair, der Frau gegenüber jetzt die Beziehung noch fortzuführen, wo sie ein Kind kriegt und die beiden heiraten. Mhm. Ich finde, das ist eine ganz andere Situation, obwohl es ja wirklich im Endeffekt nicht viel ändert, ob die jetzt verheiratet sind oder bloß so zusammenleben. Aber irgendwie ändert das schon was vom Gefühl her. Ja, verstehe ich. Das heißt, wenn du es kannst, wenn du es emotional auf die Reihe kriegst, dann zieh dich aus diesem Kontakt zurück. Aber dabei gibt es noch ein sehr großes Problem. Ich bin finanziell von ihm abhängig. Warum? Ich bin noch in der Schule und ich wohne auf seine Kosten. Er bezahlt für mich alles. Er bezahlt meine Wohnung, er bezahlt meinen Unterhalt. Das ist auch sehr, sehr schlimm, Christina, dass das so gekommen ist. Warum ist das so gekommen? Ja, wir haben uns so kennengelernt, dass ich bei ihm gearbeitet habe und er war mein Chef. Und dann hat unsere Beziehung angefangen und ich habe nach ein paar Monaten aufgehört zu arbeiten. Mhm. Ja, und das heißt aber, du könntest ja, hast du eine Ausbildung? Nein, ich mache mein Abitur gerade. Weil du gerade gesagt hast, ich habe aufgehört zu, ach so, ich verstehe jetzt, ja. Mhm. Ich hatte einen Nebenjob. Ich verstehe, ja. Mhm. Gut, das verkompliziert die ganze Geschichte, aber das macht die Geschichte noch schwieriger, finde ich. Oder das sagt aus, dass du noch eher da raus musst. Denn ganz schnell hat das den Beigeschmack, das ist ja fast schon ein bisschen wie etwas wie Prostitution. Ich will dir, so schlimm meine ich es nicht, aber dass er quasi dafür bezahlt und er dafür Geld gibt, dass er mit dir einen Kontakt haben kann. Verstehst du? Ich glaube nicht, dass er auf diesen Kontakt mit mir angewiesen ist. Mhm. Aber ich glaube, es ist für dein eigenes Gefühl einfach viel, viel, viel besser, wenn du von dem Mann, mit dem du in einer solchen seltsamen Konstellation verbunden bist, nicht auch noch finanziell abhängig bist. Ich weiß jetzt nicht deine ganzen Verhältnisse, aber natürlich wird es auch eine andere Lösung geben, dass du irgendwie anders dein Geld bekommst oder verdienst oder weißt du. Mir fällt nichts ein, wie ich das anders verdienen kann, denn also die Wohnung, in der ich jetzt wohne, ist eigentlich auch seine Wohnung. Mhm. Aber ist alles schlimm. Ist alles schlimm, Christina. Und ich glaube nicht, dass ich neben der Schule noch einen Job haben kann, bei dem ich die Wohnung bezahlen kann und für meinen Unterhalt selber aufkommen kann. Mhm. Und er sagte zwar, dass selbst wenn wir uns trennen sollten, dass er weiterhin für mich bezahlt, aber das möchte ich nicht annehmen. Das finde ich nicht gut. Mhm. Das ehrt dich, dass du das so siehst. Und ich würde es dir wünschen, dass du irgendeine Lösung, kannst du nicht für eine Zwischenzeit nochmal zu deinen Eltern ziehen? Nein. Das geht nicht. Mhm. Es gibt auch keine Freunde, keine Freundin, wo du eine Weile wohnen könntest. Doch, bestimmt ein, zwei Wochen, aber das ist ja auch keine Lösung. Nee, das ist keine Lösung. Die werden wir jetzt hier auch mit Sicherheit nicht finden, wie das mit dem Wohnen und mit dem Geld ist. Ich sag nur mal so, von der Bewertung her, ist es hundertprozentig gut und richtig, wenn du aus dieser materiellen Abhängigkeit rauskommst. Ganz sicher, für dein eigenes Gefühl, für deine Freiheit, für dein Selbstverständnis. Wie du das anstellst, das weiß ich jetzt auch nicht. Das können wir nicht in ein paar Minuten bereden. Da musst du halt mal tief in dich gehen und deine Fantasie spielen lassen. Es sind ja zwei verschiedene Sachen. Einmal die Trennung von dem Mann, zu der ich dir auch raten würde. Letztendlich möchtest du das ja auch, ne? Wie ich dich verstanden habe.
Ich bin wirklich hin und her gerissen, denn er bedeutet mir sehr viel. Das ist meine erste große Liebe, der erste Mann, der mir wirklich viel bedeutet. Christina, was für eine Zukunft soll denn diese Beziehung haben? Hat er sich dazu mal geäußert? Er will sich dazu nicht äußern. Er meint, das kann sich alles so spontan entwickeln. Aber ich sehe auch, dass es keine richtige Zukunft hat, denn wir werden niemals zusammen wohnen, wir werden niemals eine Familie gründen, denn Christina, er hat die Familie woanders. Eben, das sind alle Sprüche. Das wird sich irgendwann spontan entwickeln. Er schafft ja Fakten in seinem anderen Leben. Da wird die Freundin wird schwanger und er heiratet. Du bist eine Nebengeschichte für den. Vielleicht eine praktische, süße Nebengeschichte. Du bist erst 20 Jahre alt und wer weiß, wie das sexuell bei ihm läuft, da mit seiner Freundin und so weiter. Man weiß es nicht. Du bist keine gleichwertige Partnerin. Aber so viel Sex haben wir auch nicht, dass es jetzt deswegen... Egal, was auch immer die Motivation ist. Aber ich höre daraus ja, dass er mit dir kein Leben plant. Dass er seine Frau, seine Freundin verlassen will für dich. Deshalb sage ich dir, wenn du es kannst, wenn du es herzensmäßig auf die Reihe kriegst und wenn es noch so schwierig ist, raus aus der Beziehung und möglichst auch raus aus der Wohnung. Das ist kein, du bist blockiert und es ist kein Glück für dich. Du bist blockiert ja für alle anderen Sachen. Du hast ja nur diese Geschichte im Kopf im Moment. Mehr kann ich dir nicht sagen, Christina. Das ist meine Meinung. Du wolltest ja auch eine andere Meinung hören. Ja. Ja. Die Entscheidung und das Durchziehen musst du natürlich selbst, wie auch immer du dich entscheidest. Aber diese finanzielle Abhängigkeit macht das alles noch viel schwerwiegender. Ich mache mal einen Vorschlag, da wir diese finanziellen Sachen nicht so im Detail hier erklären können, erläutern können. Du legst mal auf und wir rufen dich gleich nochmal an und dann kann meine Psychologe mit dir mal ein bisschen darüber reden, was man da vielleicht für Modelle findet. Ja, das wäre sehr gut. Dann legst du auf und die Heide, so heißt die Psychologin heute Nacht, ruft dich an. Okay, danke. Alles Gute. Für das Gespräch. Auf Wiederhören. Tschüss. Wiederhören. Ihr Lieben, morgen ist Mittwoch. Das heißt, wir haben morgen ein festes Thema. Und morgen heißt unser Thema gegen meinen Verstand. Ihr kennt das doch sicherlich, dass ihr in einer Situation seid, haben wir alle schon erlebt, dass der Kopf sagt, also die Vernunft sagt, man muss dieses und jenes machen. Aber man tut's nicht. Das Herz, der Bauch, das Gefühl, wie immer man es nennen mag, tut etwas ganz anderes. Wenn ihr in einem solchen Dilemma steckt, in so einer Zwickmühle steckt, und mit mir darüber reden wollt, dann ruft an. Das könnt ihr heute schon machen. Wir sammeln die Anrufe oder mailt am besten unter domian@wdr.de. Und morgen heißt das Thema eben gegen meinen Verstand. Das kann ja beispielsweise sein, so wie wir es gerade auch gehört haben von der Anruferin von Christina, wenn man von einem Menschen nicht wegkommt, wenn man vielleicht noch klarer sagt, als Christina es gerade gesagt hat, ich will davon weg und ich kann es aber irgendwie nicht. Oder wenn man zwanghaft lügt oder wenn man... kriminell ist vielleicht oder wenn man über die eigenen Süchte nicht Herr wird, obwohl der Kopf ganz klar sagt, die Ratio ganz klar sagt, ich muss da raus. Also gegen meinen Verstand heißt unser Thema morgen. Und hier ist Helmut. Helmut ist 49 Jahre alt. Ich grüße ihn. Hallo. Ich grüße dich. Ja. Der Helmut geht bitte ein bisschen näher noch ans Telefon. Ja. Dann kann ich ihn noch besser verstehen. Um was geht's, Helmut? Ja, hallo Domian. Hier hallo. Ist Helmut. Ja, ich habe ein Problem. Ich bin... Du hast es gerade eben schon mal gesagt, ich glaube, kriminell. Mhm. Du glaubst es? Ja, ich habe so, nee, ich bin das. Ich habe das Problem. Ich habe gerade schon mal gesagt, vor jetzt eine Woche von meiner Freundin Freunde beklaut, was nicht in Ordnung war. Ich brauchte, glaube ich, einfach mal Hilfe, weil das, glaube ich, schon länger bei mir drin liegt. Was hast du geklaut? Geld. Wie viel? Insgesamt 660 Euro. Ja. Das waren Freunde von deiner Freundin? Freunde von meiner Freundin. Wie hast du das gemacht? Ich meine, 600 Euro kann man ja nicht irgendwie mal so... Nee, die habe ich nicht auf einmal geklaut, sondern in Abständen. Einmal aus einer Kegelkasse und dann so in Abständen, wo wir bei Freunden zu Besuch waren. Und hast du es da aus der Wohnung einfach herausgenommen? Aus der Wohnung, richtig. Du hattest mitbekommen, da verwahren die ihr Geld auf und dann nehme ich es raus. Richtig. So, okay. Jetzt hat man mir eine Falle gestellt und hat mich dabei erwischt. Und für meine Freundin war es natürlich ein ziemlich großer Schock, war klar. Klar. Wann hat man dich erwischt? Letzte Woche Samstag. Ja. So, das Problem ist natürlich, bei mir ist das nicht... Darf ich mal kurz fragen, was für eine Falle war das? Wie hat man das gemacht? Ja, man hat mir also dann ein Portemonnaie hingelegt
mit 25 Euro drin und da habe ich dann 10 Euro rausgenommen und eine Videokamera aufgestellt, wo mich dann beobachtet hat, wo ich dann... Die du nicht gesehen hast, die Videokamera? Nee, die habe ich nicht gesehen, ja. Wo ich dann allerdings noch 100 Euro rausgenommen haben sollte, wo ich aber gesagt habe, diese 100 Euro habe ich nicht genommen. Man hat zwar gehört, auf diesem Video ist das zu sehen und ich habe meiner Freundin gesagt, sie möchte das Video jetzt mal nochmal angucken. Dass das nicht sein kann. Okay, aber wie auch immer, man hat gesehen, wie du an dem Portemonnaie warst und da was rausgenommen hast. Das richtig. Ist ja schon schlimm genug. Richtig, so ist es nämlich. Deine Freundin, wie lange bist du mit deiner Freundin zusammen? Eigentlich erst seit einem halben Jahr. Das ist für sie natürlich, wenn du ihre Freunde beklaust und es auch noch so eine relativ frische Beziehung ist, ist das natürlich eine Katastrophe. Ne? Richtig, genau so ist es nämlich. Ich habe gerade am Anfang das nicht richtig verstanden. Wie lange insgesamt beklaust du denn schon die Leute? Ja, das Problem ist so, dass ich habe ja früher mal Jugendstrafrecht gehabt. Also ich war mal in Göttingen, aber Moring im Jugendvollzug. Da habe ich schon geklaut und habe dann eigentlich gesagt, ich habe das einfach mal im Griff. Ich habe es eigentlich nie im Griff gekriegt, weil ich auch Schuld habe durch Selbstständigkeit. Mhm. Ich denke mal, das ist auch keine Kleptomanie. Ich denke einfach, dass es, weil ich einfach mit meinen Schulden nicht zurechtkomme. Also das heißt, im Prinzip begleitet dich das dein ganzes Leben schon, dass du immer wieder so klein, ich nenne es mal so Kleinkram klaust, also kleinere Summen klaust. Genau so ist es nämlich. Du hast noch nie eine Bank überfallen oder sowas, das sind immer so kleine Summen. Jetzt nochmal zurück zu deiner Freundin. Wie hat die jetzt darauf reagiert? Also wir haben jetzt die letzte Woche gar nicht gesprochen. Und ich war auch Mittwoch so weit, dass ich mir also ich will eigentlich gar nicht mehr leben, dass ich einfach gesagt habe, du tust keinem Menschen mehr weh in deinem Leben, du schließt einfach damit ab. Ich habe auch so gesagt, ich habe hier eine Flasche Whisky ausgemacht, mit dem Abend 30 Tabletten geschluckt und war eigentlich ziemlich sauer, dass ich am Mittwochmorgen aufwachte und hier einen dicken Kopf hatte und nichts mehr gehört habe. Und da habe ich gesagt, das kann es nicht sein. So. Und was meine Freundin jetzt sagte eben halt, ich habe also heute nochmal mit ihr telefoniert, also 3 Stunden lang, auch am Sonntag haben wir uns getroffen mit meiner Schwester. Und sie hat also gesagt, ich stehe weiterhin zu dir, nur davon voraus, du tust was dran. Ja, ja, ist doch ein sehr, sehr beachtlicher Standpunkt. Jetzt muss ich dich aber noch fragen, wie hoch sind deine Schulden im Moment? 15.000 Euro. 15.000 Euro. Ja. Und der Grund ist wirklich die Schulden. Und es ist nicht einfach eine Sucht, eine Angewohnheit, dass du das immer wieder tust. Das sind die Schulden, hast das Gefühl... Nee, das ist eine Sucht. Es ist eine Sucht. Also das heißt, du würdest das auch machen, wenn die Schulden abbezahlt wären. Ja, das ist das Problem. Weil das ist so, es geht 4 Wochen gut. Ich kann 300 Euro im Portemonnaie haben. Ja. Ich glaube trotzdem. Also, haben die Freunde von deiner Freundin dich angezeigt? Nee, haben sie mich nicht angezeigt. Ich muss ja so eine Schuldanerkennung unterschreiben, dass ich das zurückzahle und davon von der Anzeige absehen. So, jetzt sind ja alle Sachen schon mal ganz gut gelaufen. Die zeigen dich nicht an. Deine Freundin lässt dich nicht fallen. Deine Freundin sagt was ganz Tolles, obwohl die dich erst ein halbes Jahr kennt. Ich stehe zu dir, aber unter der Bedingung, dass du etwas an ihr tust. Richtig. Finde ich eine ganz tolle Sache, wie du noch dastehst im Moment. Das hätte alles viel übler kommen können. Mhm. Ne? Du hast einen Selbsttötungsversuch unternommen und lebst. Mhm. Ne? Ich zähle jetzt nur mal die positiven Seiten auf in der Misere, in der du jetzt steckst im Moment. Ja. So, was spricht jetzt dagegen zu sagen, okay, jetzt bin ich schon 49 Jahre alt. Jetzt ist wirklich der Punkt gekommen, wo etwas unternommen werden muss. Ich habe keinen Bock, bis ins hohe Alter hinein mich diesen auch peinlichen und erniedrigenden Situationen auszusetzen. Willst du es machen? Willst du sagen, deiner Freundin sagen, okay, ich mache was? Ja, aber was soll ich machen? Ich habe eine Ärztin angerufen und hat gesagt, okay, wir können einen Termin machen, ob ich ihm helfen kann, weiß ich nicht. Wen hast du angerufen? Eine Ärztin? Ja. Ja. Hier über Köln, über diese wie heißt das da? Da gab es eine Stelle, wo man anrufen konnte. Sie können vorbeikommen, aber ob ich helfen kann, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was, ich möchte meine Freundin nicht verlieren, das weiß ich auch. Ich meine, die Beziehung ist momentan ich will nicht sagen, zu Ende, aber sie ist nicht mehr so, wie sie vorher war. Es ist völlig klar. Aber die Sache ist einmal, dass ich mir jetzt sage, ich muss was tun. Ja, so. Und ich verstehe jetzt deinen Anruf quasi bei mir darin, dass du auch noch nachfragen möchtest,
was kann ich denn eigentlich tun? Jetzt habe ich da einmal irgendwo angerufen und die hat schon gesagt, ich weiß nicht, ob ich Ihnen helfen kann. Da sind wir dir gerne behilflich im Rahmen dessen, was wir hier anbieten können. Das heißt, ich verweise dich jetzt an meine Psychologin hier im Hintergrund. Ja. Und du berätst mit der Heide, so heißt die Heide, ich finde, dass du zu einem Therapeuten musst, welches das Beste für dich ist. Ja. Und wenn du sagst, okay, ich gehe das an, ich versuche das, ist das doch schon mal ein Schritt nach vorne und vielleicht schaffst du es. Das ist ja genau das, was ich will. Ich will es einfach den Leuten zu beweisen, dass ich sage, ich will es, ich kann es ändern, ich muss es ändern. Genau das ist ein guter Standpunkt. Und nur wenn ich natürlich nirgends mal Hilfe kriege, ja. Allein schaffe ich es nicht. Okay, das ist ja eine klare Ansage und nun gucken wir mal und packen das Problem an. Du legst auf. Ja. Wir rufen dich zurück und dann werden Nägel mit Köpfen gemacht, okay? Ja, super. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Holger, 29, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Holger. Hallo. Um was geht's bei dir? Ich bin einfach aufgeregt. Ja, meine Frau hat mich verlassen. Ja, wann? Vor drei, vier Monaten. Ja. Wie lange wart ihr zusammen? Wir waren 8 Jahre verheiratet. Mhm. 10 Jahre zusammen, also relativ schnell geheiratet, sag ich mal. Kinder? 3 Stück. 3 Kinder? Ja. Wo sind die Kinder jetzt? Bei der Mutter. Mhm. Warum hat sie dich verlassen? Also der offizielle Grund von ihrer Seite aus ist, ich hätte sie immer unterdrückt. Mhm. Was meint sie damit? Sie durfte nicht weggehen. Stimmt das? Ja, war am Anfang wirklich so. Ich sag mal, ich bin schon sehr eifersüchtig gewesen, dass ich das nicht so gut fand, dass wenn sie alleine irgendwo in der Diskothek geht oder sowas. Mhm. Also bezog sich das ausschließlich so auf Diskotheken und Kneipen? Oder durfte sie auch nicht mit einer Freundin mal in einen Café gehen oder bummeln gehen oder weiß ich was? Ja, also gar nicht alleine weggehen. Gar nicht alleine weggehen. Sie durfte auch nicht alleine einkaufen gehen? Ja, doch, alleine einkaufen schon, aber nicht jetzt irgendwie mit einer Freundin so in einen Café oder sowas. Auch nicht am helllichten Tage mal ein Eis essen irgendwo, durfte sie nicht? Ja, doch, das ging schon. Mit einer Freundin? Ja, das hatte ich schon erlaubt. Mhm. Aber nicht abends mal mit der Freundin ins Kino gehen alleine? Genau, nee, das wollte ich nicht. Mhm. Wobei, wie gesagt, mit der Zeit hat sich das auch irgendwie gelegt, wo ich dann irgendwie schon mehr Vertrauen halt irgendwo mal hatte. Mhm. Okay, also das war jetzt ein Grund, den sie gesagt hat. Ja. Du unterdrückst mich. Also ein Beispiel hast du jetzt genannt für das Unterdrücken. Was meinte sie noch damit? Sie wollte unbedingt arbeiten gehen, das ist also das Nächste. Und das wollte ich halt auch nicht, weil wir mit den 3 Kindern, sag ich mal, hatte sie genug Arbeit. Mhm. Und ich irgendwie schon der Meinung war, dass sie lieber für die Erziehung der Kinder da sein wollte. Mhm. Mhm. Und das hat sie irgendwie nicht verstanden. Sie wollte unbedingt arbeiten gehen. Ne? Mhm. Das ist, aber wie gesagt, das ist eigentlich irgendwo auch nur so dieser offizielle Grund, den sie mir nennt. Was glaubst du, was der Hauptgrund ist? Ich sag mal, ich weiß es mittlerweile. Nämlich? Ich sag mal so, seit circa einem halben Jahr ist sie aktiv im Internet gewesen. Ja. Also chatten. Mhm. Anfangs fand ich das selber sehr witzig, habe ich mich mit beigesetzt. Mhm. Weil sie halt, ihr Chat-Thema ging halt immer nur ums Eins. Es ging halt immer nur um Sex. Mhm. Mhm. Und ich fand das halt selber immer sehr witzig, dass sie dann die ganzen Kerle alle ziemlich gut mit aufgezogen hat und so weiter. Mhm. Hat aber nie irgendwie so den Gedanken, dass sie das irgendwie mal ernst meint. Du meinst also, sie hat jemanden kennengelernt? Ich weiß es. Ja, du weißt es. Sie hat jemanden kennengelernt. Ja, sie hat mehrere kennengelernt. Sie hat mehrere kennengelernt. Hat sie im Moment schon eine Affäre? Weißt du das? Ja, sie hat mehrere Affären mittlerweile gehabt. Mhm. Das ist ja so gerade das Schlimme, wo ich dran zu knacken habe. Mhm. Also jetzt, ich sage immer, also in den letzten 3 Monaten hat sie, ich weiß von 5 Kerlen. Mhm. Und aber vermutlich ist das sogar nur die Spitze vom Eisberg. Ja. Hat sie darüber als, ich meine, wenn man 3 Kinder hat, wenn man 8 Jahre oder 10 Jahre zusammen war, geht man ja nicht so von heute auf morgen. Oder geht man doch von heute auf morgen? Da gibt es ja viel zu, oder habt ihr gesprochen? Ja, wir haben uns viel gestritten. Also in letzter Zeit haben wir uns viel gestritten um viele Sachen. War das Thema Sexualität auch ein Thema, dass sie sagt, ich bin nicht mehr zufrieden mit dir, mit Holger? Ja. Mhm. Hat sie das vorher auch schon mal gesagt? Ich sag mal so, ich habe selber von ihr wenig Sex bekommen, eine ganze Zeit lang. Mhm. Hatte ich ein großes Problem mit, das ging so über einen Zeitraum von, sagen wir mal, 5 Jahren, dass ich nur so, ich sag mal, alle 6 bis 8 Wochen vielleicht Sex bekommen habe. Ja, das ist ja eine verdammt lange Zeit, ne? Ja. Das heißt ja, die quasi die Hälfte eurer Beziehungszeit war sexuell
tote Hose. Ja, so ist das. Mhm. Das Schlimme, was heißt schlimm? Aber ich habe sie mehrere Male darauf angesprochen. Mhm. Ich habe immer wieder gesagt, ich habe da ein Problem mit. Mhm. Wie hat sie sich dann geäußert? Ja, erstmal hat man immer wieder Streit irgendwie gehabt. Mhm. Und dann hinterher kam sie dann halt immer wieder an und sagte, ja, weißt du was, ich werde das ändern. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber ich werde es ändern. Mhm. So, dann ging das 2-3 Wochen gut, sag ich jetzt mal. Aber dann trotzdem, dann wieder kam wieder das Alte, der alte Trott. So, dann, ich sag jetzt mal, das ist jetzt circa 3 Jahre her, dann habe ich eine Gelegenheit gehabt und bin einmal fremdgegangen. Mhm. So, das habe ich ihr natürlich jetzt in den letzten Streit, den wir, sag ich mal, hatten, wo es jetzt auch letztendlich auseinandergegangen ist, habe ich ihr das dann auch gesagt. Mhm. Ja. Und das hat sie dann auch noch unter anderem halt als Grund angeführt, ja gut, wenn du fremdgehst, dann hast du natürlich bei mir nichts mehr verloren. Ne? Mhm. So ungefähr. Die letzten Jahre war denn überhaupt, habt ihr euch auch so alltagsmäßig auch oft gestritten über allerlei Sachen oder Kleinkram? Ja, das auch. Das auch, ja. Also ich sag mal, sie hat viel an mir rumgenörgelt, sag ich mal so. Aber Holger, alles, was ich jetzt höre, heißt für mich, diese Beziehung, diese Ehe war komplett kaputt. Ja. Diese Frau war mit dir unzufrieden, du hast sie unterdrückt, du hast jetzt wahrscheinlich auch gar nicht alles erzählen können oder nicht erzählen wollen, wie du sie getriezt hast und wie du sie eingesperrt hast. Das ist ja schon ein Unding, wenn man der Frau nicht erlaubt, mit einer Freundin mal in eine Kneipe zu gehen. Das ist schon krass, da müssen wir gar nicht drüber reden. Ja. Wie bescheuert das ist. So. Ja, jetzt im Nachhinein weiß ich es auch. Ja gut, aber ich liste das nur mal so auf. Mhm. Dann scheint sexuell sie sehr, sehr unzufrieden gewesen zu sein mit euch, mit der Beziehung, wo immer es auch dran gelegen haben mag, aber es war so. Und dann dieser ganze Alltagsstress noch, da ist es doch völlig normal und folgerichtig, dass für sie wahrscheinlich, dass sie geht. Ja, okay. Wahrscheinlich war es längst überfällig. Das mag sein, aber muss man denn jetzt so reagieren, wie sie es jetzt macht, dass sie sich jetzt, sag ich mal, jede Woche einen anderen Kerl ins Haus holt? Das geht dich doch gar nichts mehr an. Ja, nee, es geht nur um meine Kinder. Das ist so, das ist das Hauptproblem. Ist okay. Sie holt sich die Kerle aus dem Internet. Ich habe vorher gesehen. Gehen wir mal davon aus, dass sie eine verantwortungsvolle Mutter ist. Ja, aber anscheinend nicht. Warum nicht? Also sie kann die Kinder, die Tatsache, dass da 3 Kinder sind, heißt ja nicht, dass diese Frau wirklich wie ein Mauerblümchen leben muss. Sie kann ihre Sexualität leben, ohne dass die Kinder in irgendeiner Weise davon einen Schaden tragen und dass sie das mitbekommen. Das ist ja möglich. Ja, aber ich finde es, ich kann das nicht glauben, dass meine Kinder jetzt, wenn ich sie mal abhole, dann kriege ich jedes Mal zu hören, ja, Papa, da hat ein fremder Mann bei dir im Bett geschlafen. Mhm. Oh, das finde ich im Prinzip auch noch nicht so schlimm, wenn da mal ein fremder Mann schläft. Ja, aber immer wechselnd? Okay, das kann ich jetzt nicht beurteilen, wie wechselnd das ist. Es kann natürlich jetzt auch sein, Holger, dass du jetzt genau ein Haar in der Suppe suchst, weil das ein Argument ist, wo du ein bisschen weitergehen kannst, was man nicht so wegwischen kann, um noch weiter irgendwie in diesem Streit zu bleiben. Im Prinzip ist es gut, dass ihr euch getrennt habt. Das ist das eine. Das andere ist wichtig, ist, dass es den Kindern gut geht. Und umsonst nichts anderes geht es. Was die Frau sonst macht und wie sie empfindet, ist, okay, ist völlig egal. Aber sie muss sich natürlich um die Kinder gut kümmern, da gebe ich dir recht. Ja, das ist aber, wie gesagt, das ist genau meine Sorge, weil ich ja gesehen habe, was sie in diesem Chat halt immer reingeschrieben hat. Sie hat ja nie mit diesem Typen mal ein normales Gespräch geführt. Gut, aber du weißt ja nicht, was da in der Wohnung, was da passiert, wenn da Männer kommen, was die Kinder, wie alt sind die Kinder? Die Älteste ist 8 und der Jüngste ist 4. Ja, was die Kinder da mitkriegen, inwiefern die betroffen sind, weißt du doch alles gar nicht. Das ist alles Spekulation. Ja, hast du mit deiner Frau darüber gesprochen? Dass du dir da Sorgen machst? Ja, natürlich habe ich mit ihr gesprochen. Die sagt ja auch genauso, das wird mich nichts angehen. Die sagt, sie braucht das halt, sie ist noch jung, sie könnte nicht auf Sex verzichten, sie muss das unbedingt haben und fertig. Mhm. Und die Kinder wären ja im Bett und würden schlafen. Ja, okay, das ist ja auch okay dann. Ja, wie gesagt, es geht mir darum, dass sie sich diese Typen aus dem Internet holt. Und ich habe früher gesehen, was sie da alles reingeschrieben hat zu den Typen, was die ihr geantwortet haben. Ich fand das irgendwie ein bisschen ekelhaft. Und Holger, darum geht es auch gar nicht. Dass wenn sie ihre Sexualität so leben will, dann soll sie so leben. Ist das einzige Kriterium, einzigen Punkt, über den wir reden können, ist, dass in irgendeiner Weise da die Kinder mit in Mitleidenschaft gezogen werden. Das ist ja der einzige Punkt. Als andere ist, sollte dir Piepschnutz egal sein. Das ist richtig, ja, aber wie gesagt, es gibt. Ich habe den Eindruck, dass du, auch wenn die Kinder nicht da wären, fast genauso reden würdest, weil du einfach verletzt bist, weil du stinkig bist, weil du sauer bist und auch jetzt irgendwie noch eine schlechte Seite an der Frau rausholen willst. Kann das sein? Eigentlich nicht. Also ich hab keine Gefühle mehr für die Frau. Ja, ich glaube nicht, dass du völlig abgeklärt schon bist. Das ist mal gerade 3 Monate her. Und das verwindet man nicht so leicht.
Ich mache den Vorschlag. Versuche das doch wirklich so zu sehen. Und wenn deine Sorge zu groß ist, dass die Kinder in irgendeiner Weise Schaden davon tragen, dann musst du halt da initiativ werden. Dann musst du dich ans Jugendamt wenden. Aber ja, ich weiß nicht, ob es so drastisch ist. So ja, ich habe das schon gemacht. Aha. Und was sagen die? Ja, die sagen nur, das müsste alles mein Anwalt geregelt werden. Ich müsste vor Gericht wirklich einen Antrag stellen aufs alleinige Sorgerecht. Das ist das, was ich also anstrebe. Mhm. Ich möchte schon das alleinige Sorgerecht haben und die Kinder bei mir haben. Mhm. Jetzt führe aber bitte keinen Krieg um die Kinder. Es geht es nicht darum, wer Recht hat. Es geht darum, dass den Kindern es gut geht. Das Allerbeste wäre, wenn ihr beiden Deppen euch zusammenraufen würdet und würdet sagen, okay, wir leben unser eigenes Leben, aber wir machen halbe-halbe und die Kinder sollen es gut haben. Die sind bei dem Papa und bei der Mama. Das wäre groß und das wäre richtig. Jetzt kein Zang, kein Schlachtfeld. Ja, ich versuch's ja. Ich versuch's ja immer auch ruhig mal mit meiner Frau zu reden, aber es geht gar nicht. Ich krieg noch nicht mal meine Klamotten. Mhm. Sie hat sämtliche Sachen, also Kleidungsstück habe ich, aber ich habe keinen Kleiderschrank, ich habe gar nichts. Ich muss von null anfangen. Ich lasse ihr alles. Gut, ich kann das natürlich null jetzt beurteilen. Ja. Deine Frau würde wahrscheinlich ganz anders jetzt reden und würde mir eine ganz andere Seite darstellen. Mhm. Ich appelliere nur wirklich an dein Verantwortungsgefühl. Fahre die Gefühle deiner Verletztheit, was völlig normal ist, wenn man verlassen wird, fahre das runter. Und siehe die Verantwortung, die ihr für eure Kinder habt, dass die Kinder nicht leiden unter eurer Trennung. Das ist das Allerwichtigste. Und dann lass auch schon mal in anderen Bereichen fünfe gerade sein, wenn du es für die Kinder tust. Mehr kann ich dir jetzt eigentlich dazu nicht sagen, Herr Holger. Tja. Ja, ich muss mal versuchen. Ja, ich kann dir gerne noch ein Gespräch mit meiner Psychologin anbieten. Das können wir gerne noch machen. Dann ist auch ein bisschen mehr Zeit, wenn wir da vielleicht noch über Einzelheiten dann sprechen können. Okay? Ja, dann rufen wir dich gleich nochmal an, Holger. Alles klar. Alles Gute. Okay, tschüss. Danke. Tschüss. 0800 220 5050. Morgen heißt unser Thema gegen meinen Verstand. Wenn ihr in einer Situation seid oder vielleicht mal wart, wo ihr das Gefühl habt, also mein Kopf, meine Vernunft sagt, ich soll dieses tun, aber mein Herz oder mein Bauch sagt und tut etwas ganz anderes. Wenn ihr in einem solchen Dilemma seid, in einer solchen Zwickmühle, dann könnt ihr morgen mit mir telefonieren, wenn ihr das möchtet. Könnt euch heute schon melden unter domian@wdr.de. Nadine, 23 Jahre alt. Hallo Nadine. Ja, das passt eigentlich auch zum morgigen Thema. Aha. Also ich sag immer, ich weiß, dass die Ampel grün ist, aber irgendwas in mir sagt, dass sie rot ist. Mhm. Und mein Thema ist halt, ich habe Bulimarexie. Bulimarexie, also das ist eine Mischung zwischen Bulimie und Anorexie, also Magersucht und Bulimie. Ja, also Magersucht und Kotz. Und genau, unterbrechen. Mhm. Mhm. Ja, und der Grund hauptsächlich, warum ich anrufe, ist, also ich habe eigentlich kein Vertrauen zu irgendwelchen Ärzten, also eigentlich zu gar keinem. Mhm. Und ich habe in mehreren Sendungen von dir halt schon mal gehört, dass du auch mal daran, weiß ich nicht, also irgendwas in der Art auf jeden Fall. Bulimisch, ja, genau. Hattest. Ja. Und ja, vielleicht kannst du das vielleicht auf jeden Fall besser verstehen als irgendjemand anders. Und bei mir hat es halt noch nicht diesen Klick gegeben, dass ich was, also ich will was ändern. Wie lange hast du es schon? Also so seit circa 9 bis 10 Jahren habe ich es richtig. Lange also Zeit. Also ein bisschen früher hat es schon so langsam angefangen, also so mit 8, 9 Jahren. So früh? Ja, ich habe mich immer das damit abgefunden und habe gesagt, ich habe von Anfang an halt einen Knall gehabt. Mhm. Wie siehst du im Moment aus? Wie schwer bist du und wie groß bist du? Ich bin 1,67. Ja. Und ja, jetzt, also heute Morgen hatte ich 36,8. Oh, also es, ja, es pendelt also immer so zwischen ja, 36 und 38 jetzt schon seit 3 Monaten oder so. Wie, also wie weit unten warst du, als es am schlimmsten war vom Gewicht? Da hatte ich so 27 noch was, irgendwas weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Da kann man noch normal leben? Nein. Warst du in einer Klinik? Ja, da musste ich. Also es war halt auch nicht von mir aus, sondern da war dann bist du eingewiesen worden. Genau. Ja. Du bist 23 Jahre alt, dann in der Regel tut man da ja schon irgendetwas. Bist du berufstätig oder Studentin? Oder? Ja, genau, Studentin. Student, was studierst du? Ich studiere auf Lehramt. Ja. Kunst und Pädagogik. Ja. Mhm. Wie sieht so dein Essalltag aus?
zum Beispiel jetzt die letzten Tage? Wir fangen morgens an. Frühstück. Was gibt es da? Gibt es Frühstück? Also Frühstück grundsätzlich nicht, weil wenn ich morgens schon esse, dann ist halt, der Tag für mich gelaufen. Verstehe. Dann du trinkst aber wahrscheinlich einen Kaffee oder Tee oder sowas? Ja, sowas trinke ich. Das trinkst aber du. Dann warte ich halt auch 2 Stunden ab. Also es gibt auch Probleme mit Flüssigkeiten? Ja, aber nur morgens, also bis mittags. Und dann ist eigentlich so flüssigkeitsmäßig ist das eigentlich egal. Mhm. Nehmen wir mal einfach den heutigen Tag. Was hast du heute zu dir genommen? Ja, ich habe jetzt halt so eine Art Molke, so mit Vanillegeschmack und sowas. Mhm. Das schäume ich dann auf. Zum Beispiel mache ich dann Wasser, ein bisschen Milch rein. Mhm. Und dann mache ich das mit so einem Mixer, dass das ja. Schaum so richtig, also nur Schaum ist. Ja. Und das füllt halt den Magen aus. Ja, und das kannst du auch bei dir behalten? Ja, also das... Das erbrichst geht. Du nicht. Gibt Nein, es denn dann auch so, wie es klassisch ist bei der Bulimie, so wie ich es eben auch erlebt habe, dass du so richtige heftige Fressattacken bekommst, wo du ganz viel isst und das alles erbrichst dann? Also das hatte ich mal, da war ich 15, 16. Mhm. Das hatte ich 1,5 Jahre, 2 Jahre so in dem Dreh. Ja. Und jetzt ist es nicht mehr so, das ist halt nur, wenn ich... ja, bei meinen Eltern esse. Das heißt, da kannst du sich keine Sorgen machen. Ja. Und dann gehst du auf die Toilette und erbrichst es wieder. Die Mama hat tolle Rouladen gemacht und so und die fliegen dann wieder ins Klo. Also das wissen sie, dass ich das nicht esse. Ah, ja. Solche Sachen nicht. Also die wissen schon, dass eine Essstörung da ist. Ja, klar. Ja, klar. Das wissen sie schon. Ja, klar. Warst du irgendwann mal in einer therapeutischen Behandlung? Ja, das ging dann direkt von da aus. Als du zwangseingewiesen worden genau, warst. Genau, wo das damals da war. Mhm. Da war das dann, da war ich. Wie lange warst du denn da? Also 3 Monate war ich in so einer Kinder- und Jugendpsychiatrie. Mhm. Wie alt warst du, als du zwangseingewiesen wurdest? Das war vor 3 Jahren. Vor 3 Jahren, mhm. Und ja, danach bin ich dann in so eine Spezialklinik mehr oder weniger dann gekommen und... Aber es hat nichts genutzt? Nein, weil halt dieser Klick bei mir nicht da war, weil ich eigentlich, auf einer Seite wollte ich schon, aber bei mir hat es halt nicht einen Klick oben gemacht, dass ich sage, ich kann das überhaupt nicht mit Worten beschreiben. Ja, ich kann es mir schon vorstellen, dass du dich, da ist irgendetwas, was man nicht beschreiben kann, was dich davon abhält, dich auf eine oder diese Therapie einzulassen. Genau. Das ist es. Ist so irrational, dass man es wahrscheinlich gar nicht ausdrücken kann. Genau, das füllt, also das ist mein Lebensinhalt. Mhm. Wenn das weg ist, habe ich gar nichts mehr. Mhm. Also so denke ich, da ist dann, das ist ein schwarzes Loch für mich. Hast du Freunde? Freundinnen habe ich. Hast du auch einen Freund? Nein. Hast du schon mal einen Freund? Hatte ich auch noch nie. Noch nie gehabt? Nein. Hast du sexuelle Erfahrungen? Nein, ja, mehr oder weniger. Also eigentlich wenig? Gar nicht? Also gar nicht. Mhm. Wenig heißt das, dass es mal irgendwo einen kleinen Versuch gab oder gab es etwas Unangenehmes sogar? Ja, genau. Was war das? Das war halt nicht freiwillig. Wie alt warst du da? Das ging über 3 Jahre dann. Also da war ich... Als Kind? Das ist schlimm. Ja, aber ich sag es ist nicht mehr so präsent heute und... Nee, aber präsent ist was anderes, was bestimmt auch daraus resultiert. Nämlich präsent ist dein großes Problem, dass du eine schwer essgestörte Person bist. Wenn du mit 8, 9 Jahren schon angefangen hast, nicht mehr richtig zu essen, dann gehe ich davon aus, dass vorher der Missbrauch stattgefunden hat. Ja, das war so um die Zeit rum, aber ich war halt vor meinem 8. Lebensjahr, war ich auch schon nicht normal, so dass ich zum Beispiel schon in der Grundschule nicht vor anderen Leuten gegessen habe. Also war da schon sowas, so Kleinigkeiten und da war das halt noch nicht und ich sehe also in der Beziehung auch nicht so einen Zusammenhang. Mhm. Weil weißt du, Nadine, da muss man auch gar nicht so küchenpsychologisch jetzt sagen, da ist der Zusammenhang und so. Fakt ist, das weiß man mit dem gesunden Menschenverstand, dass so etwas ganz Schlimmes anrichtet in einer Kinderseele.
Wenn man über Jahre, wenn ein Kind über Jahre sexuell missbraucht wird, das war so bei dir? Mhm. Von wem? Also das wollte ich jetzt hier eigentlich nicht sagen. Mhm. Also es weiß eigentlich auch gar keiner. Und ich meine, die Person ist sowieso schon tot. Mhm. Und ich habe halt geschworen, es niemals zu sagen. Ich bin auch abergläubisch. Du hast, so ein bisschen, du hast es der Person geschworen? Ja. Ich finde, diesen Schwur darfst du brechen. Nicht, den musst du jetzt nicht hier bei mir brechen. Das, da will ich dich gar nicht zu nötigen. Das ist auch völlig unwichtig. Aber irgendwann musst du diesen Schwur brechen, weil das ein Schwein war. Wer immer es auch gewesen sein mag, der das mit dir getan hat. Und da, ja, das sehe ich dann ein bisschen anders. Also ich finde nicht, dass der hinterher so viel mehr dafür konnte. Weil er wollte es ja eigentlich auch nicht, aber... Nun gut, das, auch das können wir jetzt natürlich hier nicht besprechen, wirklich. Ja. Aber ich glaube schon, dass man darüber sprechen kann, vielleicht irgendwann mal mit einem Menschen des Vertrauens, was da passiert ist. Weil mit Sicherheit wird es irgendwelche Zusammenhänge geben, vielleicht. Ja. Und hast du das jetzt zum allerersten Mal jemandem erzählt? Das, was ich jetzt gerade gesagt habe, ja. Mhm. Also es ist bekannt, dass da früher mal was war. Mhm. Allerdings nicht auf längere Zeit gesehen. Und das war auch damals mit Polizei und das stand auch in der Zeitung. Und ich, so genau kann ich mich da auch nicht mehr so dran erinnern. Weil mir selbst in dem Moment, als ich da bei der Polizei war, alles andere wichtiger war. Mhm. Und... ich weiß nicht, ich habe das so beiseite geschoben und... Ich weiß nicht, ob es einen direkten Zusammenhang gibt. Irgendeinen Zusammenhang wird es bestimmt geben, Nadine, mit deiner jetzigen Erkrankung. Und ich glaube, dass es ganz, 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 ganz wichtig wäre, wenn du in die Hände von einem Menschen kämst, den du gut findest. Ich glaube, das ist das A und O bei jeder Therapie, dass man den Menschen ernst nimmt. Ja, aber das Problem ist, es versteht keiner. Wenn das sagst ich du. Sage, ich habe ein schlechtes Gewissen. Mhm. Ich habe, egal was ich mache, habe ich ein schlechtes Gewissen. Mhm. Und das glaube ich nicht, dass das keiner versteht. Ich verstehe es zum Beispiel, um nur ein Beispiel zu nennen. Und ich bin keine Sonderperson. Was meinst du, wie viel Therapeuten sich mit diesem Problem der Essstörungen beschäftigen? In hochspezialisierter Form, mit allen Facetten. Denen ist das alles gar nicht fremd, was du sagst. Weißt du, Nadine, ich sage es dir eben auch aus meiner eigenen Erfahrung heraus. Irgendwann kommt man an einen Punkt, wo man sagt, entweder gehe ich jetzt bewusst in den Tod und ich werde sterben. Mit ja, die Frage, die stelle ich mir ungefähr jeden Tag. So, mit deinen jungen Jahren. Oder aber ich entscheide mich für das Leben. Und versuche wirklich Berge zu versetzen. Und ich weiß, dass das ein Gefühl ist, als würde man Berge versetzen müssen, wenn man dann etwas unternimmt. Ich entscheide mich für das Leben, vielleicht für meine Träume, für das, was ich gerne noch erleben möchte. Ja, und die habe ich nicht. Ich hab kein Ziel. Ich habe überhaupt kein Ziel mehr. Und was findest du denn schön am Leben? Die Frage habe ich mir gestellt und mir fällt nichts ein, mir fällt gar nichts ein. Nicht ein einziger Punkt. Wenn ich ein Engel wäre und ich hätte übernatürliche Kräfte, spielen wir das mal durch. Mhm. Und ich hätte die Chance, dir, Nadine, Wünsche zu erfüllen. Sag mir mal 2, 3 Sachen. 2. So richtig von Herzen Wünsche. Also ich habe eigentlich nur einen Wunsch, ja, dass man, also was zwar nie eintrifft, aber dass meine Schwester wiederkommt. Ist die Schwester verstorben? Ja. Hm. Gibt es darüber hinaus noch etwas anderes? Vielleicht, wie du leben möchtest, wenn du nicht in diesem Gefängnis sitzen würdest, in dem du im Moment sitzt. Eigentlich.
Eigentlich so nicht. Sehnst du dich nach einer Liebe? Sehnst du dich nach, hättest du Spaß an einem ganz tollen Beruf? Hast du Spaß an Natur, an der Sonne, an dem Frühling, an Reisen? Ich sag einfach mal so ein paar Stichwörter. Ich habe Spaß, weil sobald ich etwas schön finde, schaltet sich bei mir ein Schalter um. Das darf nicht sein, jetzt musst du irgendwas anderes machen, weil ich das nicht verdiene oder so in der Richtung. Ich gehe davon aus, dass du noch nicht völlig verfinstert bist. Sonst hättest du nicht ja angerufen bei mir. Dass da doch eine Sehnsucht ist nach Leben, nach einem Strohhalm. Du hast ja angerufen. Will ich was ändern und klar, ja. Irgendwas. Du hast am Anfang gerade gesagt, ich habe da angerufen bei dir, weil ich das schon ein paar Mal mitbekommen habe, dass du selbst auch betroffen bist und das verstehen kannst und so weiter. Und ich kenne keinen anderen Menschen, der aus der Krankheit rausgekommen ist. Und schon gar nicht dann so einen Beruf dann oder weniger dann. Ich kenne einige, die rausgekommen sind, die wirklich in der Gosse gelegen haben, seelisch, und es geschafft haben. Aber es ist eine Tortur. Und man muss es wollen. Und man muss auch am Anfang sich sagen, auch wenn man am Anfang gar nicht davon überzeugt ist, und man sagt, ach, ich habe gar keine Visionen und gar keine Ziele. Aber wenn man so ein Funken Leben noch in sich spürt, ein Funken Lebensfreude, ein ganz klein bisschen nur. Ich finde, allein dann ist es schon wert, es zu versuchen, Nadine, es anzugehen. Weil man die Chance hat hinterher, der Beweis sitzt vor dir im Moment, das Leben wertzuschätzen und schöne Sachen zu erleben und glücklich zu sein. Auch ich war an dem Punkt angekommen, von dem du gerade gesprochen hast, nicht mehr leben zu wollen. Heute bin ich so glücklich über alles in der Welt, dass ich den letzten Schritt nicht getan habe, obwohl ich damals kurz davor war. Ja, bei mir ist halt noch das Problem, dass es so weit inzwischen war. Das ist zwar nicht so sehr präsent, aber ich nehme halt noch Tabletten jeglicher Art und da sind auch manche bei, wo es wirklich sein kann, dass ich von jetzt auf gleich weg bin. Mhm. Und da ist es auch wieder, ich will damit aufhören. Schmeiß sie weg. Schmeiß sie ins Klo. Immer wieder. Jetzt, wenn wir fertig sind mit Sprechen, geh ins Bad oder wo du sie stehen hast, alle weg. Direkt ins Klo und abziehen. Ja. Weißt du, Nadine, ich habe das gerade so gesagt, wenn man so im Nachhinein das betrachtet, wenn ich das auf meine Person beziehe. Es ist so gut gewesen, dass ich gegen mich angekämpft habe. Und so gut gewesen, dass ich alles beiseite geschoben habe, was man an Bedenken, an Finsternis in sich hat. Und einfach einen Schritt nach vorne zu gehen. Man hat ja nichts zu verlieren. Doch, ich habe was zu verlieren. Nämlich? Es weiß keiner irgendwas, also von dem Extrem, was ich mache. Sie wissen zwar, dass ich zum Beispiel eine Essstörung habe, aber ich denke zum Beispiel an meine Eltern, wie sehr ich die damit verletzen würde. Wenn was passieren würde? Wenn ich sagen würde, was ich mache. Das ist gar nicht das Thema im Moment. Du sollst es gar nicht den Eltern zuerst sagen. Du sollst es einem Therapeuten zuerst sagen. Wie das dann hinterher nach außen verkauft wird, das ist dann eine ganz andere Geschichte. Aber was meinst du, was du deinen Eltern antust, wenn du stirbst? Deswegen bin ich wahrscheinlich auch noch hier. Dein Verhältnis zu den Eltern ist eigentlich gut? Ja. Ja. Also, Nadine, du hörst unsere Musik. Wir haben sehr lange wir haben sehr lange miteinander gesprochen. Das ist ja ungewöhnlich für diese Sendung. Aber ich finde, das war sehr wichtig. Und ich habe mich sehr gefreut, dass wir haben reden können. Ja. Jetzt möchte ich, dass du mit meiner Psychologin auch noch sprichst. Okay. Und die soll dir nämlich noch ein paar gute Adressen geben. Ja. Und ich sage das jetzt nochmal aufgrund meiner eigenen Erfahrungen. Versuche es, mach es. Aufgeben kann man immer noch. Aber so weit bist du noch nicht, das höre ich. Ja, ich will ja irgendwas machen. Jetzt legst du auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Alles klar, vielen, vielen Dank. Alles Gute, alles Liebe. Okay. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute. In der Technik war Malte Imitz und morgen sind wir natürlich wieder da und morgen heißt das Thema Gegen meinen Verstand. Wenn ihr in einer Situation seid oder wart, dass
die Vernunft so sagt, der Kopf sagt so, aber der Bauch sagt so. Wenn ihr in einem solchen Dilemma steckt, dann ruft morgen an oder mailt unter domian@wdr.de. Gute Nacht, schöne Nacht. Tschüss. Es ist 2 Uhr. Vom Westdeutschen Rundfunk hören Sie Nachrichten. Bei der israelischen Offensive im Süden des Gazastreifens sind nach